Und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu diesem neuen, frischen, fast unberührten Semester, soweit Sie nicht am Vormittag schon Sitzungen hatten. Sollten Sie hier eine Vorlesung über formale Logik, also eine Einführung in die formale Logik erwarten, dann sitzen Sie hier richtig. Das wird hier geschehen und ich beginne mit dem fast aufregendsten Teil der Vorlesung mit ein paar kleinen administrativen Dingen. Es wird aber wirklich kurz werden. Also die Vorlesung folgt einem bestimmten Buch und das Buch habe ich selber geschrieben, Heuningen-Hühne, formale Logik, eine philosophische Einführung, auch für die Kamera, ist nach wie vor erhältlich, ist auch gar nicht so teuer. Es hat sehr unterschiedliche Rezensionen erfahren auf Amazon. Es sind 16 Rezensionen, es ist sehr viel und es sind sehr gehässige drunter und sind sehr lobende. Es kostet 8,80 Euro. Ich verdiene, glaube ich, pro Exemplar 35 Cent oder so irgendwas. Bin also nicht reich geworden damit, obwohl es also ganz gut sind, über 5.000 verkauft. Die Übungen, die Sie zu bearbeiten haben, soweit Sie das tun wollen, sind aus diesem Buch. Und das erfordert dann besondere moralische Integrität und Anstrengungen, weil im hinteren Teil nämlich auch Lösungen sind. Das heißt, Sie könnten natürlich einfach die Lösungen abschreiben, davon haben Sie aber nichts. Wenn Sie also halbwegs erwachsen sind und Sie die Übungen machen, dann quälen sich mit den Übungen ab, kommen dann in die Übungsstunde und lassen einfach den hinteren Teil des Buches unberührt. Sie können es dann immer noch anschauen. Aber der Witz der Sache ist, und das ist einfach so in der Logik mit so leicht formalen Dingen, die dort auch eine Rolle spielen werden, vor denen ich versuchen werde, Ihnen die Angst zu nehmen, soweit Sie welche dagegen entwickeln, dass man bei solchen formalen Dingen ohne bestimmte Übungen und Sachen aufzuschreiben, sich in Sachen genauer schriftlich zu überlegen, einfach nicht herumkommt. Deswegen empfehle ich Ihnen also massivstens, diese Übungen zu machen. Wenn für Sie jetzt von einem anderen Studiengang her oder als Hobbyphilosophie einfach da ist und Sie wollen einfach mal sich so ein bisschen anschauen, was da passiert, könnte es sein, dass Sie nach einer gewissen Zeit dann Schwierigkeiten haben werden, der Vorlesung zu folgen, wenn Sie die Übungen nicht gemacht haben. Das ist jedenfalls die reguläre Erfahrung, die alle machen, die weiß nicht, Mathematik studieren oder Physik studieren, die Übungen nicht machen. Nach einer Zeit lang verlieren sie einfach einen Faden, weil sie nicht mehr kapieren, was eigentlich los ist. Dieses Übungen machen ist nicht nur was rein Mechanisches, wo sie sozusagen geistlos irgendwas dann da ausrechnen sollen, nur ohne zu denken, sondern das ist was, wo sie die eigentliche Sache, um die es geht, wirklich verstehen lernen. Deswegen unterschätzen Sie das nicht. Das ist für Mathematiker, Naturwissenschaftler eine Trivialität. Sie müssen ins Labor gehen, Sie müssen Übungen rechnen, Sie müssen Experimente machen, alles Mögliche. Das ist Teil der Ausbildung. Das ist in Geisteswissenschaften normalerweise nicht auf die gleiche Weise der Fall. Sie können aber ohne weiteres Ihre Erfahrungen selber machen und dann nachher erst merken, dass ich recht gehabt habe. Der Besuch der Übung ist dringend empfohlen. Und jetzt sage ich Ihnen den Inhalt der Vorlesung. Das ist jetzt im Wesentlichen das Inhaltsverzeichnis von hier, aber dass Sie diese Struktur sehen, wie das Ding aufgebaut ist. Das ist nämlich der Plan war, wie ich dieses Buch geschrieben habe, nachdem ich 21 Jahre lang Vorlesungen schon gehalten hatte in Logik, habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich mit den bestehenden Logik-Einführungen unzufrieden war. Klammer auf, nehmen Sie diesen Satz niemals ernst, den sagt jeder. Ja, jeder sagt, oh, ich bin mit dem Bestehenden nicht zufrieden, deswegen habe ich selber gemacht. Das heißt nicht, dass es dann besser ist. Also, dennoch war es bei mir so und was Sie jetzt sehen werden, ist einfach die Gliederung, in der Sie eine Parallele von bestimmten Logikgebieten sehen werden, die mir zu wenig ausgeprägt schien in den bestehenden Einführungen. Und das geht also folgendermaßen, wir haben eine Einführung, dann kommen wir zu einem ersten Logikgebiet, das heißt Aussagenlogik. Und dort wird ein erstes Kapitel sein, das Zeichensystem der Aussagenlogik. Und da kommen dann verschiedene Dinge drin vor, wahrheitsfunktionale Verknüpfungen, aussagenlogische Formen. Das sagt Ihnen alles nichts, eine Zusammenfassung kommt drin vor, die wird Sie freuen. Also es kommt das Zeichensystem der Aussagenlogik und dann kommt als nächstes auch etwas, was Sie jetzt nicht verstehen, eine Metalogik der Aussagenlogik, was immer das sein mag. Und da kommen dann verschiedene Sachen, Objektebene, Metaebene, und dann kommen da verschiedene Begriffe, logische Wahrheit und so pipapo, logische Abhängigkeit. Und dann gibt es einen Rückblick, der ist auch wieder schon, da weiß man schon, das wird interessant. Und jetzt gibt es ganz parallel eben ein zweites Logikgebiet, die Prädikatenlogik, die wir auch hier behandeln werden. Und diese Prädikatenlogik habe ich jetzt versucht, mit der Aussagenlogik wirklich so parallel wie möglich aufzubauen. Das ist jetzt nicht reine Pedanterie, sondern das liegt daran, weil begrifflich, um zu verstehen, wie man eine Logik, wie man überhaupt zu irgendeiner Logik kommt,
wie so eine Logik begründet ist, die Begründungsschritte im Prinzip eben die gleichen sind bei diesen beiden verschiedenen Logiken. Und das sehen Sie aber nicht auf Anhieb, weil die Inhalte sich sehr, sehr verschieden präsentieren. Das sehen Sie nur, wenn man wirklich versucht, das strikt nebeneinander zu stellen. Deswegen der erste Abschnitt wird sein Zeichensystem der Prädikatenlogik. Und das geht dann im Detail natürlich anders. Und die Zusammenfassung dann bei dem Ende der Prädikatenlogik wird natürlich eine andere sein als die bei der Aussagenlogik, obwohl die Überschrift die gleiche ist. Also ich hoffe, das verwirrt Sie nicht. Und dann kommt auch eine Metalogik der Prädikatenlogik. Dort, das wissen wir dann schon, Objektebene zu Metaebene, muss man nicht nochmal erklären. Dann wird eine Parallele zur Metalogik der Aussagenlogik wird explizit gemacht und dann kommen auch wieder solche Begriffe, wie sie dann eben da stattfinden. Dann gibt es wieder Rückblick und Ausblick und dann wird es noch ein viertes Kapitel geben, bei dem ich noch nicht weiß, wie weit ich dabei kommen werde, und das ist der sogenannte mathematische Zugang zur Aussagenlogik. Und den werde ich nur für die Aussagenlogik allenfalls vorführen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Und da sehen Sie jetzt, das ist eine Weise jetzt einer Gliederung jetzt eines philosophischen Gebietes, die sozusagen relativ eigenartig ist, dass Sie also ein Gebiet haben, das jetzt in der Philosophie gelehrt wird. Also da sollte man ja meinen, das ist dann wohl irgendwie auch ein Gebiet der Philosophie. Und zugleich finden Sie dieses Gebiet aber eben auch in der Mathematik. Und die Frage ist, was passiert hier eigentlich? Wie kann das sein, dass etwas ein Teilgebiet der Philosophie ist und auch ein Teilgebiet der Mathematik? Und es scheint mir wirklich fundamental, dass man das versteht, warum das so ist. Und es sind viele Aspekte dieser Vorlesung sind so aufgebaut, dass sie genau zu diesem Verständnis kommen. Wieso kommt man überhaupt in der Logik irgendwann mal auf sowas wie Formeln? Und zwar Formeln, die dann durchaus Ähnlichkeiten haben mit Dingen, die Sie vielleicht aus der Mathematik kennen, lieben und schätzen gelernt haben, oder aber verachten oder ignorieren, was auch immer. Auf jeden Fall ist diese Frage, warum diese Logik, wo es zunächst sozusagen um Denken geht, wieso das dann irgendwie dann auf Rechnen hinausläuft, ist ganz plakativ gesagt. Und das ist etwas, was man verstehen muss, was meines Erachtens in vielen Logikbüchern sehr kurz kommt, was für die Mathematiker selber, die dann also die Logik eben auch selbstständig als eine mathematische Logik betreiben können, was dort sozusagen eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielt. Aber wenn man das von der Philosophie her aufrollt, dann sollte man das meines Erachtens verstehen, weil man sonst den Charakter der Logik als eine Disziplin überhaupt nicht versteht. Also das ist diese grobe Geschichte, wie die Vorlesung gegliedert ist. Und dann können wir gleich beginnen, es sei denn, Sie haben jetzt schon irgendeine inhaltliche oder administrative Zwischenfrage. Sie merken vielleicht, dass es wieder aufgezeichnet wird. Das heißt, Sie können es dann in ein paar Stunden schon wieder runterladen und anschauen zu Ihrem Vergnügen oder zu Ihrer Unterhaltung. So, ich beginne nicht mit einer Definition von dem, was Logik ist. Das geht in der Philosophie praktisch nicht, dass man mit Dingen beginnt mit einer Definition. Jedenfalls, wenn man ernst nimmt, was eine Definition sein soll. Eine Definition soll ja einen Begriff irgendwie fixieren. Und in der Philosophie hat man es typischerweise mit irgendwelchen Gegenständen zu tun, irgendwas, was man irgendwoher schon kennt, wo man aber, wenn man eine Definition gleich hinschreiben würde, was das ist, sozusagen ein bestimmtes Verständnis bereits festschreiben würde. Und das ist verfrüht, weil man das noch nicht weiß, wo sich die Sache genau hinentwickeln soll. Wir wissen also jetzt am Anfang überhaupt nicht, was Logik ist. Sie haben natürlich schon mal was von Logik gehört und logische Schlüsse. Und jemand bestellt ein Bier und fragt einen anderen, möchtest du auch noch ein Bier? Und dann sagt er, ja, logisch. Und ja, also wie gesagt, wir haben sozusagen irgendein Verhältnis zu logisch und Logik. Und das ist doch völlig unlogisch, was du sagst. Wieso bist du nur wieder so irrational? Und ähnliche Dinge. Also wir wissen da irgendwas, aber es reicht längst nicht, das in eine Definition zu gießen. Und selbst wenn es reichen würde, dass Sie eine rausarbeiten würden, dann stellen Sie Ihr Vorverständnis von Logik einfach still. Das wird dann festgelegt, wenn Sie die Definition ernst meinen. Und es geht dagegen darum, in der Philosophie meistens, sich überhaupt von dem Gegenstandsbereich, um den es dann geht, also hier irgendwas mit Logik, sich überhaupt erstmal ein genaueres Bild zu machen und darüber nachzudenken, was denn das eigentlich ist und nicht vorschnell irgendwelche Vormeinungen, die man hat, festzuschreiben, sondern über die nachzudenken, darüber nachzudenken, was andere Leute schon gesagt haben und dann dazu zu kommen langsam, sich zu überlegen, was dieses Gebiet sein könnte. Und vielleicht möchte man am Schluss eine Definition haben, vielleicht aber auch nicht, das muss man dann erst noch sehen. Definitionen werden generell überbewertet, außer in der Mathematik. Generell werden sie meines Erachtens überbewertet, aber das ist eine eigene Geschichte.
Ich komme noch auf Definitionen auch zu sprechen. Ich werde Sie jetzt zu einem zentralen Begriff der Logik hinführen, dem Begriff der logischen Folgerung. Der ist zweifelsohne zentral. Das ist so, dass Sie das über die Geschichte der Logik weitestgehend sehen. Es ist immer in irgendeiner Weise die logische Folgerung dabei. Und es wird als erstes zu klären sein, was denn mit einer logischen Folgerung eigentlich so ungefähr gemeint ist. Und wenn wir da beginnen, uns sozusagen hinzubewegen, dann werden wir uns auch auf den Weg begeben können, den die Logik als Wissenschaft gegangen ist, jedenfalls in der modernen Form, die ich Ihnen hauptsächlich präsentieren werde. Auch dazu werde ich noch mehr sagen. Also, warum ist dieser Begriff der logischen Folgerung denn zentral? Ist das Erste, was man fragen kann. Und das Zweite ist eine Frage, die mich jedenfalls lang beschäftigt hat, mit der ich lange einfach keine wirklich gute Antwort gefunden habe. Warum heißt die Logik eigentlich formale Logik? Also diese Logik, die Sie da lernen, das ist also diese moderne Gestalt seit Frege, ich habe in der Vorlesung mal was darüber gesagt, warum heißt die eigentlich formale Logik? Was ist denn da, wie kommt denn das ins Spiel? Oder wenn man logisch folgert, hat das, also logische Folgerung ist ja ein Zentralbegriff, hat das zunächst mit formal überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Und die Frage ist, wie kommt denn irgendwas Formales hier ins Spiel? Und dazu kann ich Ihnen sagen, es wird öfters so sein, dass ich Sie auf später verweisen werde. Ich kann Sie nur aufmerksam machen. Und es wird dann später, und zwar gegen Mitte der Vorlesung etwa, also nach vielen Sitzungen, werden diese Versprechen, die ich Ihnen mache, dann alle eingelöst. Also machen Sie sich gerne eine Liste von allen Versprechen, die ich Ihnen mache, wo ich Ihnen sage, das ist offen, das können Sie hier noch nicht verstehen. Ich muss es aber so und so machen, ich kann es Ihnen aber noch nicht begründen. Ich kann es Ihnen dann erst später begründen. Das ist etwas, was in der Logik sozusagen didaktisch unbefriedigend ist, jedenfalls wenn man es merkt, dass was begründet werden sollte. Viele Logikbücher, meines Erachtens, seifen sie einfach ein, dass sie ihnen einfach gar nichts sagen, sondern schreiben es einfach hin und dann gehen sie drüber weg und stellen gar keine Frage und dann ist natürlich auch in Ordnung, dann können sie ruhig weiter dösen. Dann macht es nichts. Hier ist es so, ich gebe mir Mühe, wirklich jeden Schritt zu begründen. Und vielfach ist eben so, dass ich dann nur sagen kann, pass auf, hier ist was Begründungsbedürftiges. Ich kann die Begründung aber noch nicht geben. Die Begründung kommt erst dann später, wenn man sieht, wie das Ganze sich zusammengefügt hat. Also das ist auch hier so. Ich kann Ihnen nicht klar machen jetzt an diesem Punkt, warum die logische Folgerung zentral ist und warum diese ganze formale Logik überhaupt formale Logik heißt. Also was denn da formal ist und wie das dazu kommt, das ist hier vollkommen unklar. Ich beginne mit einem Beispiel. Und zwar ist das ein Beispiel, damit hat die Logik schon bei Aristoteles, also Aristoteles ist da der erste Logiker in unserem westlichen Kulturkreis und der hat dann auch gleich eine Logik hingelegt, die 2200 Jahre unbestritten war, also wo auch die Leute gemeint haben, kam zum Beispiel, dass da überhaupt nichts dazugekommen ist und nichts weggekommen ist, also dass der mit einem Schlag sozusagen die vollendete Gestalt der Logik vorgelegt hat. Und auch Aristoteles arbeitet mit Beispielen, und zwar typischerweise mit einem Beispiel, von dem dieses hier jetzt auch eine Variation ist. Und das ist eben eine logische Folgerung, die beginnt mit, alle Logiker sind Menschen, alle Menschen sind schlafbedürftig, also alle Logiker sind schlafbedürftig. Die Folien können Sie übrigens wie immer runterladen auf StudIP, die kriegen Sie als Dreierpack und als Sechserpack immer im Voraus, sodass Sie hier nichts mitzuschreiben brauchen. Also, was ist hier los? Zunächst mal nennen wir mal Sachen, auch das ist ein eingeführter Sprachgebrauch, Prämissen. Das, was hier über dem Strich steht, um das sozusagen ganz schmucklos zu beschreiben, also diese beiden Sätze da über dem Strich, das sind die Prämissen und unter dem Strich steht die Konklusion. Im Deutschen sagt man auch der Schlusssatz. Im Deutschen kann man auch die Prämissen eventuell die Voraussetzungen nennen. Prämissen ist vielleicht besser, wie auch immer. Prämissen und Konklusion. Und das gesamte Gebilde, das ist ein korrekter Schluss. Also Sie müssen jetzt unterscheiden, das gesamte Bilde ist der korrekte Schluss und der Schlusssatz, das ist das, was nach dem Also steht, alle Logiker sind schlafbedürftig. Das ist also zweierlei, da werde ich, glaube ich, auch noch drauf kommen. Also Sie können hier bezüglich so eines Schlusses, können Sie zwei verschiedene Fragen stellen. Nämlich das eine ist, ob der Schluss korrekt ist. Und was soll das heißen, ob der Schluss korrekt ist? Na, der Schluss soll einfach so sein, wenn Sie diese Prämissen hier irgendwie akzeptieren, dass Sie dann zwangsläufig auch den Schlusssatz akzeptieren müssen. Das ist die Korrektheit des Schlusses. Also wenn Sie die Prämissen akzeptieren, dass Sie dann gezwungen sind, auch den Schlusssatz zu akzeptieren.
Das sagt nicht, du musst die Prämissen akzeptieren, sondern er sagt nur, wenn Sie die Prämissen akzeptieren. Und Sie können sagen, okay, ich tue mal so, als akzeptiere ich die Prämissen. Dann heißt es der Schluss dann, dann musst du auch in demselben Sinn, wie du die Prämissen akzeptiert hast, den Schlusssatz akzeptieren. Das ist die Korrektheit des Schlusses. Ich gehe noch weiter darauf ein. Also die eine Frage ist nach der Korrektheit des Schlusses und eine andere Frage ist es, ob die Konklusion wahr ist, also ob der Schlusssatz wahr ist. Das darf man nicht verwechseln. Die Korrektheit des Schlusses spricht über dieses Gesamtgebilde hier. Also deswegen korrekter logischer Schluss, das ist dieses Dreierpack hier mit dem Strich dazwischen und dem Also. Und über dies kann ich sagen, das ist ein korrekter Schluss. Oder ich kann sagen, es ist kein korrekter Schluss. Wie man das macht, wie man das unterscheidet, werden wir dann noch sehen. Und das andere ist, ich einfach frage, ob das stimmt, was der letzte Satz sagt, nämlich alle Logiker sind schlafbedürftig. Das ist eine Frage, die ich eventuell auch völlig unabhängig von dem Schluss stellen kann. Denn ob alle Logiker schlafbedürftig sind oder nicht, hängt sicher nicht daran, ob das hier jemand aufgeschrieben hat. Das ist einfach so oder das ist nicht so. Also das ist zweierlei und die beiden Fragen muss man auseinanderhalten, welche man stellt. Nun, das, was in der Logik vor allen Dingen interessiert, wenn es um den Begriff der logischen Folgerung geht, ist die erste Frage, ist die nach der Korrektheit des Schlusses. Die hängt dann schon auch zusammen mit der Wahrheit der Konklusion oder kann damit zusammenhängen. Ja? Das werden wir dann noch sehen. Zunächst mal sind es zwei verschiedene Fragen. Sie interessieren sich typischerweise natürlich für die Logik, weil man letzten Endes irgendwelche wahren Sätze haben will. Das ist das, was einen wahrscheinlich letzten Endes primär interessiert und die Logik hat da offensichtlich irgendwas dazu beizutragen. Das ändert nichts an dem Faktum, dass es einfach zwei verschiedene Fragen sind. Ob ich über den Schluss rede oder ob ich über die Wahrheit der Konklusion rede. Nun, diese Korrektheit des Schlusses hat jetzt eine Eigenschaft oder ist etwas, was hier einfach anders nochmal beschrieben ist, dass der Übergang, nämlich von den Zweien hier oben, von den Prämissen zur Konklusion, zwingend ist. Und das ist jetzt so eine Geschichte, wenn Sie sich fragen, ja, zwingend, wo kommt dieser Zwang denn her? Oder wer sagt mir denn das? Wer befiehlt mir denn das? Und da ist es jetzt so, dass Sie eine Erfahrung machen müssen. Ich kann nicht mehr tun, als Sie aufzufordern, anzuregen, eine Erfahrung zu machen. Nämlich im Kopfe herumzuwenden, alle Logiker sind Menschen, alle Logiker sind schlafbedürftig. Und dann hoffe ich, machen Sie die Erfahrung, dass Sie dann sagen, ja, dann müssen auch alle Logiker schlafbedürftig sein. Ja, das ist ein Zwang, den Sie als Erfahrung machen müssen. Wenn Sie das nicht können, wenn Sie das nicht als zwingend empfinden oder erleben, dann stehe ich hier auf verlorenem Posten. Absolut. Dann kann ich Ihnen keine Logik beibringen. Kann ich nicht. Unmöglich. Ich kann Ihnen nur Logik beibringen, wenn Sie sagen, jawohl, wenn alle Logiker Menschen sind und alle Menschen schlafbedürftig sind, ja klar, dann sind natürlich auch alle Logiker schlafbedürftig. Das ist zwangsläufig. Wenn Sie diese Art der Zwangsläufigkeit jetzt nicht erfahren können in Ihrem Denken, also das müssen Sie selber machen, also ich kann Ihnen auch nicht helfen, Sie können auch nicht bei mir in den Kopf reinschauen, sondern entweder haben Sie auch das, das ist dann zwangsläufig, das ist unbestreitbar, es ist unmöglich, das zu leugnen. Wenn Sie diese Erfahrung nicht machen, stehe ich auf verlorenem Posten, weil man Logik nur lehren kann, insoweit jemand in der Lage ist, diese Erfahrung zu machen. Wenn also jemand diese Erfahrung nicht machen kann, kann ich Ihnen nichts beibringen, gar nichts. Ja? Null. Sie können ja Sachen auswendig lernen, aber lernen tun Sie dann nichts. Also, allerdings ist es so, ich hatte ja schon gesagt, ich habe schon meinem Logikbuch, und das ist, weiß nicht, 97 erschienen, da habe ich schon 21 Jahre lang Logik unterrichtet. Also ich habe schon eine gewisse Zeit jetzt hinter mir. Es ist bisher auch immer ganz gut gegangen. Also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der dann ernsthaft gesagt hat, er kann diese Erfahrung nicht machen. Das ändert nichts an dem Faktum, dass Sie selber sich mit Ihrer Erfahrung dieses Zwingenden auseinandersetzen müssen. Und die Logik ist diejenige Disziplin, die Sie dann darüber aufklärt, was da alles noch dranhängt. Und da hängt unendlich viel Zeug dran. An dieser Weise, dieser Erfahrung, die man im eigenen Denken machen kann, dass das Denken der Prämissen unausweichlich bei einem korrekten logischen Schluss Sie auch in derselben Weise, wie Sie die Prämissen akzeptiert haben, dazu zwingt, die Konklusion zu akzeptieren. Das ist der Punkt. Die Erfahrung müssen Sie selber machen. Da war eine Wortmeldung oder habe ich das missverstanden? Das finden Sie zwingend? Ich auch nicht.
Und warum ist das ein Problem? Also zunächst mal, es ist nicht zwingend. Und was ich Ihnen hier... Wie bitte? Richtig. Ja. Sie wollen jetzt schon zu weit gehen. Schauen Sie, machen Sie bei diesem vorgestellten Schluss die Erfahrung des Zwingendseins? Machen Sie die Erfahrung, ja oder nein? Machen Sie nicht. Gut, dann reden wir über was anderes. Ich rede hier über die Erfahrung des Zwingendseins. Wir werden dann analysieren, früher oder später, wo dieses Zwingendsein denn eigentlich herkommt. Das werden wir analysieren, aber wenn Sie jetzt sagen, das ist sozusagen, wenn ich jetzt etwas sehr scharf sage, ist, wenn Sie sagen, ich trinke lieber Rotwein als Weißwein, dann sage ich, ist okay, hat aber nichts mit dem zu tun, worüber ich rede. Dass Sie viele Dinge mir sagen können, wo diese Erfahrung fehlt, des Zwingendseins, geschenkt, aber irrelevant. Hier geht es darum, hier ist ein Fall, bei dem man die Erfahrung machen kann. Und das Eigenartige ist ja diese Erfahrung, nicht die Sachen, wo nichts auseinander folgt. Wenn ihr sagt, hier liegt ein blaues Buch und hier eine schwarze Tasche, oh, ich habe überhaupt keinen Übergang. Ja und? Klar, trivial. Aber das Zwingende, das sich hier im eigenen Denken einstellt, das ist das sozusagen, was das Erstaunliche ist und was einer eben dann ausgearbeiteten Theorie bedarf. Und das ist hier diese Logik. Also wie gesagt, wir werden darauf zu sprechen kommen, auf solche Scheinschlüsse und so weiter. Das kommt dann alles, aber dort machen Sie diese Erfahrung nicht. Mir kommt es ja hier vor allen Dingen darauf an, weil es in der Logik meines Erachtens weitgehend unterschätzt ist, dass hier die Entwicklung der Logik auf einer bestimmten Denkerfahrung basiert und dass Sie ohne diese Denkerfahrung die Logik gar nicht machen können. So, also, und jetzt, was wir uns anschauen werden, um dieses Zwingende, dieses Schlusses, was dort sich in irgendeiner Weise dann manifestiert, um das zu verstehen, zu analysieren, werden wir mal anschauen, welche Eigenschaften so ein korrekter Schluss, das ist jetzt also ein Beispiel für so einen korrekten Schluss, warum der Schluss logisch heißt, wissen wir auch noch nicht, aber er ist korrekt und das Korrekte will lediglich sagen, dieses Zwingende, ja, dass sich dem nicht entziehen können. Das ist die Korrektheit des Schlusses. Und wenn wir aufklären wollen oder verstehen wollen, worin denn diese Korrektheit, was denn da eigentlich eine Rolle spielt und wie das zustande kommt und was das eigentlich bedeutet, wieso man sich da selber in so einen Denkzwang begibt, ja, oder Zwang, das kann man gar nicht sagen, es zwingt einen ja niemand, man kann einfach nicht anders, irgendwie. Also das scheint irgendwie sozusagen im Denken selber drin zu sein, ja womöglich. Also Adorno hat ja gemeint, das sei ein Resultat des Kapitalismus. Ja, der hat gegen formale Logik dann gewettert. Also da kann man Zweifel dran haben, ob das am Kapitalismus liegt. Im Sozialismus, im realen Sozialismus, insbesondere in der DDR, hat man sich ja in den 40er Jahren und frühen 50er Jahren gewehrt gegen die formale Logik, weil man meinte, Dialektik sei richtig. Und das hat dann erst aufgehört, wie man begonnen hat, Computer bauen zu müssen, weil man dann einfach mit dialektischer Logik nirgends hinkommt, aber mit der formalen Logik überall hinkommt, wo man nur hinkommen kann. Also, wie auch immer, ich will das gar nicht vertiefen. Es geht jetzt darum, sich mal zu fragen, also wenn ich diesen Zwang erlebe, dann wollen wir mal dieses Zwangserlebnis, dieses Merkwürdige. Habermas hat mal einen schönen Ausdruck geprägt, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Und das spricht so, auch sowas an. Es ist zwar, Sie können nicht anders, aber eigentlich fühlt man sich auch nicht sozusagen irgendwie gepiesackt, wenn man sagt, jetzt denken ja alle logischen Menschen, ist ja gut, alle Menschen sind schlafbedürftig. Doch klar, dann sind alle Logiker schlafbedürftig, aber es tut ja nicht weh, sozusagen diese Konklusion zu ziehen. Also, oh Gott, hier werde ich bedrängt, sondern das, aber es ist dennoch zwangsläufig. Also, wie gesagt, es ist eben ganz eigenartig und jetzt wollen wir das mal, dieses Zwingende, das muss man jetzt einfach sich mal genauer anschauen. Und jetzt werde ich Ihnen mit 5 Merkmalen einfach mal auseinandernehmen, was an diesem Beispiel oder in diesem Beispiel eigentlich drinsteckt. Und das Erste, das ist sozusagen das, was dieses Zwingende noch etwas aufschlüsselt, das erste Merkmal. Wenn die Prämissen wahr sind, dann ist auch die Konklusion wahr. Und das ist das, wie Sie es ja auch sozusagen nachvollziehen, also diesen, dann klingt es sozusagen besser als empfinden, sondern diesen Denkvollzug, dass sich eben fragen müssen, alle Logiker sind Menschen, okay. Alle Logiker sind schlafbedürftig, gut, okay. Oder wie rum war es? Alle Logiker sind Menschen und dann alle sind schlafbedürftig. Also Sie müssen einfach sagen, okay, wenn das wirklich so ist, was folgt dann? Und dann bekommen Sie eben die Konklusion. Also das Zwingende sagt eben, wenn die Prämissen wahr sind, dann ist eben auch die Konklusion wahr und Sie können nicht, also die Prämissen behaupten und dann sagen, aber die Konklusion stimmt nicht. Das geht irgendwie nicht. Das ist eben das Zwangsläufige. Das wird eben gerade ausgeschlossen. Die Terminologie, mir scheint die beste Terminologie zu sein, es handelt sich hierbei um einen Wahrheitstransfer. Es wird in gewisser Weise die Wahrheit von den Prämissen transferiert auf die Konklusion. Also genau stimmt das auch nicht. Die viel verbreitetere Redeweise
ist das Wahrheit, dass solche Schlüsse, auf Englisch sagt man truth preservative sind, also wahrheitserhaltend, truth preservative, wahrheitserhaltend. Ich finde das, ja, da kann man streiten drüber, Wahrheitstransfer ist auch ein bisschen unglücklich, denn wenn Sie bei einem Banktransfer machen von einem Konto zum anderen, ist natürlich ist auf dem ursprünglichen Konto nichts mehr da, wenn Sie transferiert haben, aber hier ist natürlich so, wenn die Prämissen wahr sind, dann bleiben sie ja auch wahr, auch wenn Sie den Schluss gezogen haben. Also insofern ist das auch ein bisschen irreführend, aber es scheint eben so, als ob diese Wahrheit, die Sie in den Prämissen voraussetzen, eben irgendwie übergeht dann auf die Konklusion. Irgendwie garantiert die eben dann die Wahrheit. Und das müssen Sie selber nachvollziehen. Jetzt die nächste, das ist also sozusagen relativ einfach. Das nächste ist schon jetzt etwas überraschend, wenn wir bisher nur dieses eine Beispiel vor Augen haben. Nämlich, ob die Prämissen wahr sind, spielt für die Beurteilung der Korrektheit des Schlusses keine Rolle. Also, ob die Prämissen tatsächlich wahr sind, das ist die Behauptung, das spielt für die Beurteilung der Korrektheit des Schlusses keine Rolle. Und dazu machen wir einfach ein anderes Beispiel. Sie machen einfach, ändern dieses Beispiel ein bisschen. Alle Logiker sind Menschen, alle Menschen haben die Eigenschaft S und daraus folgt, alle Logiker haben die Eigenschaft S. Nun, das ist erst eine ganz winzige Variation im Verhältnis zu dem ersten Beispiel. Da haben wir einfach Eigenschaft S statt schlafbedürftig. Sie sehen natürlich, das S erinnert noch an schlafbedürftig. Also das ist in Ordnung, wenn alle Menschen die Eigenschaft S haben und alle Logiker Menschen, ist klar. Vollziehen, dass tatsächlich die Prämissen wahr sind. Sie müssen sich ein bisschen anstrengen, weil Sie dann eben denken müssen, also nehmen wir mal an, alle Logiker sind Menschen und nehmen wir mal an, alle Menschen sind Reptilien. Ja, dann sind auch die Logiker Reptilien. Ja, Sie müssen ein bisschen anstrengen, müssen einfach überwinden, zu sagen, so, jetzt denke ich mal, es wäre wahr, dass die Menschen Reptilien sind. Ja, das kostet eine gewisse Anstrengung, sowas Dummes sich zu, also fest sozusagen zu denken, jetzt tu mal so, als sei das wahr. Aber sobald Sie so tun, als sei das wahr, das müssen Sie allerdings können. Ja? Sie müssen so tun, sagen, ja, also ich weiß, das ist falsch, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann ist es allerdings auch so, dass die Logiker Reptilien sind. Ja? Und da sehen Sie, es kommt auf die faktische Wahrheit gar nicht an, aber Sie müssen irgendwie sowas wie simulieren können, als sei es wahr. Ja? Darauf, das ist eine Feinheit, die hier eine Rolle spielt. Also nur wenn Sie das machen können, auch hier müssen Sie wieder sozusagen intellektuell was können. Sie müssen nämlich sozusagen so weit sich auch von einem falschen Satz distanzieren können, geistig, dass Sie sagen können, jetzt tue ich mal so, als ob der wahr sei. Ja? Das ist nicht sicher, also ich weiß nicht, ob Tiere das sowas oder sowas Ähnliches können, ob die so dann, ich weiß zwar, dass falsch ist, ich tue mal so, als sei es wahr. Ja? Ob Tiere sowas im Verhalten, ob sie das irgendwo sehen können. Wir können das. Und das müssen Sie hier einfach auch machen. Sie müssen sagen, okay, also das ist zwar falsch, aber ich tue mal so. Und dann sehe ich, aha, die Korrektheit des Schlusses, die hängt gar nicht davon ab, ob die Prämissen tatsächlich wahr sind oder nicht. Ja? Und das ist interessant, das ist vielleicht ein bisschen überraschend schon, dass es eben darauf gar nicht ankommt. So, jetzt komme ich zum nächsten Schritt und der wird dann gleich nochmal auf den Schritt vorher zurückweisen. Wenn Sie einen logischen Schluss haben, einen korrekten logischen Schluss, dann lassen sich viele weitere korrekte Schlüsse aus diesem einen logischen Schluss mechanisch erzeugen. Wenn Sie sagen, wen interessiert das? Das interessiert eigentlich niemanden. Wer will schon irgendwann, wenn er was kann, dann mechanisch anderes daraus erzeugen? Das wird aber gleich eine Rolle spielen, denn wenn Sie das hier sich anschauen, dann kann man was lernen. Nämlich, wenn Sie zum Beispiel jetzt haben, nehmen wir einen anderen Schluss.
bei dem ich Sie auch nicht davon überzeugen will, dass dieser Satz die Wahrheit ausspricht. Also Sie müssen auch jetzt als stramme Atheistin mal annehmen, es wäre vielleicht so, dass alle Lebewesen Geschöpfe Gottes sind, auch wenn Ihnen das Contre-Coeur gehen sollte. Andere sind vielleicht froh, dass endlich mal ein religiöses Beispiel vorkommt in der Vorlesung. Also, alle Tiere sind Lebewesen, alle Lebewesen sind Geschöpfe Gottes, also alle Tiere sind Geschöpfe Gottes. Das ist so ähnlich gestrickt wie das andere, oder? Mit den Tieren, mit den Logikern und Menschen und sowas. Und ist natürlich auch zwingend, also wenn die Tiere Lebewesen sind und alle Lebewesen Geschöpfe Gottes sind, ist klar, sind die Tiere natürlich Geschöpfe Gottes, klar, die Pflanzen auch. So, und daran sehen Sie, dass ich irgendwie jetzt statt Logiker und schlafbedürftig und Mensch einfach andere Begriffe genommen habe. Und das funktioniert weiterhin. Ja, der Schluss ist weiterhin zwingend. Und Sie können also weitere Sachen, so wie ich es vorhin mit Eigenschaft S gemacht habe und sowas, da können Sie so Sachen ersetzen. Und irgendwie tun diese Ersetzungen, also neue Begriffe da reinschreiben, die scheinen die Korrektheit des Schlusses irgendwie nicht zu tangieren. Sodass man hier den Verdacht haben kann, irgendwie kommt es auf diese Begriffe gar nicht richtig an. Ja, das haben Sie schon hier gesehen, wenn ich zurückgehe hier mit der Eigenschaft S. Denn Sie wissen ja gar nicht, von welcher Eigenschaft die Rede ist. Ja, gar nichts. Dennoch können Sie sagen, alle Logiker sind Menschen, alle haben die Eigenschaft S. Na klar, dann haben auch alle Menschen die Eigenschaft S. Was? Alle Logiker die Eigenschaft S. Ja klar, obwohl Sie gar nicht wissen, wovon die Rede ist, von Eigenschaft S, sondern Sie sagen, ja, die Eigenschaft S, ist mir wurscht, was es ist. Offensichtlich hängt die Korrektheit des Schlusses davon nicht ab. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Ja, überhaupt nicht. Aber es ist so, anscheinend bei diesem Schluss ist das so, dass das nicht darauf ankommt, was Sie da einsetzen. Und Sie können eben für Eigenschaft S was einsetzen, sodass sich falsche Sätze ergeben, ebenso wie mit den Reptilien. Und das berührt dennoch die Korrektheit des Schlusses nicht. So, und das ist das, was ich jetzt schon angedeutet habe, was jetzt in Merkmal 4 nochmal formuliert ist. Für die Korrektheit eines Schlusses sind die Bedeutungen der in ihm vorkommenden Begriffe unwesentlich. So, hängen Sie mich nicht auf mit dieser Formulierung, das ist eine vorläufige Formulierung. Gemeint ist sowas, eben, dass Sie hier Lebewesen und Tiere und Geschöpfe Gottes und Logik, dass Sie das irgendwie auch variieren dürfen. Ja, ich habe noch nichts Genaueres gesagt, sondern es ist nur so, hier sind Begriffe drin und die spielen offensichtlich für die Korrektheit in irgendeiner Weise nicht mit. Auf die kommt es irgendwie nicht an. Ja, merkwürdigerweise, also irgendwie. Zum Beispiel, das sehen Sie jetzt, wenn man Folgendes macht, wir nehmen wieder dieses Beispiel 1.1 mit Logikern, Menschen und schlafbedürftig und ersetzen das durch A, B und C, einfach der Buchstaben, was immer die Buchstaben sagen wollen. Dann sieht das eben so aus, das ist dann Beispiel 1.4, alle A sind B, alle B sind C, also alle A sind C. Und jetzt sehen Sie, dass Sie diesen Schluss nachvollziehen können, solange Sie in der Lage sind, nicht ständig von der Frage bedrängt zu sein, sag mir, was A ist. Wenn Sie sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, du musst mir erst sagen, was A ist, dann ist wieder verloren. Ja, dann kann ich wieder nichts machen. Aber wenn Sie in der Lage sind zu sagen, ja, alle A, haha, wunderbar, alle B sind C, ja klar, wenn alle A B sind, alle B C sind, dann sind natürlich alle A auch C, natürlich, was denn sonst? Ja? Sie müssen aber sozusagen die Frage von sich entfernen können. Der sagt, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht machen, ich weiß nicht, was A ist. Ja? Wenn Sie jetzt kämen und das sagen würden, würde ich sagen, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ja? Entweder können Sie das denken und sagen, auch mit A, B und C, nicht nur mit Menschen, schlafbedürftig und Tier und Geschöpf Gottes oder sowas, entweder können Sie es denken oder Sie können es nicht denken. Wenn Sie es denken können mit A, B und C, dann sind Sie dabei. Dann müssen Sie sagen, interessant. Ja? Das ist ein gültiger Schluss, hier korrekter Schluss mit den A, B und C, obwohl ich keine Ahnung habe, wovon die Rede ist, von A, B und C. Die sind nicht spezifiziert, Sie wissen gar nichts. Null. Sie erinnern sich nur vorhin, da war statt A stand dann schlafbedürftig und Logiker. Und jetzt sehen Sie einfach ein A und sagen, pff. Sie haben sich auch nebenbei bemerkt, kulturell so daran gewöhnt mit solchen A's, B's und C's, dass Sie die mögen Sie nicht lieben, also wobei auch die schlimmsten Mathematikfeinde sagen, ja, mit dem Auto kannst du auch nur von A nach B fahren. Ja, dabei verwenden Sie auch schon so A und B, auch wenn Sie sonst das Konkrete mehr lieben als das Formale. Also das hat sich durchgesetzt. Das ist einfach ein Teil der westlichen Kultur, aber auch noch nicht ewig. Das ist mit Aristoteles ins Spiel gekommen, dass man da mit so komischen Buchstaben irgendwas macht.
was das genau ist, werden wir uns genau anschauen müssen. Jetzt mache ich das einfach so, also wenn ich Ihnen sozusagen meinen Trick verwende hier, didaktischen Trick, ich rufe einfach kulturelle Ressourcen ab, die Sie einfach haben. Und das kann ich einfach hinschreiben und ich weiß, Sie werden das verstehen mit den A, Bs und Cs und sind willig dann und sagen, ja, das stimmt, wenn er das sagt. Ja. Und das kann ich jetzt benutzen. Wenn ich jetzt in einem ganz anderen Land wäre, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund, wüsste ich nicht, ob es funktionieren würde. Ich weiß es nicht, habe es auch noch nicht ausprobiert. Also hier funktioniert das, ich kann das hier benutzen und dann kann man es nachvollziehen. Und daraus sehen Sie, was die Behauptung war, dass die Bedeutung der vorkommenden Begriffe ist unwesentlich und das sehen Sie eben, weil für A und B eben alles Mögliche stehen kann. Und Sie wissen gar nicht, uns interessiert sie gar nicht letzten Endes, ja, für die Korrektheit. Jetzt kann man aber noch was anderes machen, nachdem da gesagt worden ist, mit den Begriffen, da die darf man rumspielen, dann spielen wir doch mal auch noch mit dem Alle hier rum. Versetzen machen wir zum Beispiel das probeweise, das Alle ersetzen wir in Einige. Also dann kommt raus, wenn wir das machen, einige A sind B, einige B sind C, einige A sind C. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das auch noch ein korrekter Schluss? Wie stehen die Wetten? Sie sagen nein, warum denn nicht? Wie bitte? Die Schnittmenge von, ach, ich weiß ja nicht, was eine Schnittmenge ist. Können Sie das mal so erklären, sodass Leute, die auch mit Mengenlehre nichts zu tun haben wollen? Ja, jetzt haben Sie nur übersetzt, was Schnittmenge heißt in Terms of Begriffsumfang. Ja, Begriffsumfang ist auch eine Menge. Ja, ja, klar. Aber kann man das noch so erklären, dass jemand, der noch nie was von Mathematik und Begriffsumfang gehört hat, gesagt hat, das ist kein korrekter Schluss? Kann man das? Ja. Fleisch. Okay, also da kann man irgendwie kann man schauen, wenn man Begriffe einsetzt, dass dann einfach schief geht. Können wir mal schauen, ob ich das zufällig gemacht habe. Das schauen Sie mal an und Sie kennen das Beispiel schon. Ja, ja, das ist da drin. Also, da kann man mal eben schauen, wenn man jetzt in dieses Ding, also was Sie sofort sehen, es ist nicht dann sofort evident, dass das nicht hinhaut bei diesem Schluss. Ähnlich wie bei dem Beispiel mit Aristoteles und den Zweibeinern. Ja. Das sieht man nicht auf Anhieb. Sozusagen, wenn man einfach sagt, ja, ist ja klar, während bei alle A sind B und alle B sind C, alle A sind C, das ist eigentlich sehr schnell klar. Ja. Das schauen Sie durch, aber das hat auch nur wieder, nimmt einfach auf Dinge, kulturelle Kompetenzen, die wir haben und bei einigen sieht man es halt nicht, wenn wir eine andere Erziehung hätten, dann werden Sie es bei einigen genauso schnell sehen, dass es nicht funktioniert, aber man kann es eben mal ausprobieren, wenn Sie Pflanzen, Fleischfresser und Katzen nehmen, dann sind einige Pflanzen sind Fleischfresser, einige Fleischfresser sind Katzen und daraus folgt dann, dass einige Pflanzen Katzen sind. Und da sehen Sie, wenn Sie jetzt diesen Test machen von dem ersten Merkmal, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss auch die Konklusion wahr sein. Es ist zweifelsweise so, dass einige Pflanzen Fleischfresser sind. Einige Fleischfresser sind auch tatsächlich Katzen, das ist so. Aber einige Pflanzen sind Katzen, ist also empirisch nicht bestätigt. Ja, das ist also nichts. Also haben wir hier zwei wahre Prämissen und das, was in der Konklusion steht, ist definitiv falsch. Und deswegen kann es kein korrekter Schluss sein. Denn wie gesagt, korrekter Schluss, Merkmal 1 war ja, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss die Konklusion zwingend sein. Und das ist gerade das Zwingende, also das, was ja das Interessante ist, sozusagen der Stoff, aus dem die Logik ist, diese Denkerfahrung des Zwingendseins, die geht eben hier ab, genauso wie bei dem Beispiel, das Sie genannt haben. Also was man daraus lernen soll, ist ja nur, das war die Idee, nachdem ich hier so munter gesagt habe, man dürfe hier für die Korrektheit eines Schlusses, also Merkmal 4, sind die Bedeutung der in ihm vorkommenden Begriffe unwesentlich. Das muss man also vorsichtig handhaben, denn das Alle, auf das kommt es schon an. Mit Begriffe waren dann eben nur ein Teil der Begriffe gemeint. Das habe ich aber hier noch nicht explizit gesagt, damit es nicht zu komplex wird, zu kompliziert. Also auf dies Alle und Einige kommt es also demnach an. Und um sich damit vertraut zu machen, darf ich Ihnen dann die Übungen 1.1 bis 1.3 ans Herz legen, die Sie, wie gesagt, in diesem preiswerten Buch finden. Die sind dort auch nummeriert. Genauso und die Sie ohne Rückblättern auf den hinteren Teil dann bearbeiten werden. Sie wissen, dass Sie die Übungen bearbeiten müssen. Die müssen dann abgegeben werden und werden dann besprochen. Abgabetermin machen wir. Wann haben wir die Übung? Am Mittwoch früh. Reicht Ihnen Montagmorgen zum Abgeben und sie dann durchzuschauen? Gut. Montagmorgen wissen wir schon, wo die Übungen abgegeben werden. Hiwi-Zimmer, dritter Stock.
Philosophisches Institut für Philosophie, dritter Stock im Moore 21, wird es einen Kasten geben, dort können Sie die Übung bearbeiten und abgeben. Wie gesagt, machen Sie der Frau Wysocki nicht die Mühe, dass Sie die Übungen abschreiben und dann abgeben. Ja, das kann sie selber im Buch nachlesen, sondern das, Sie haben auch selber nichts davon. Es wird dann so sein, falls Sie also irgendwelche Leistungspunkte hier brauchen, die abgegebenen Übungen werden 25% zählen, die 75%, also der Löwenanteil, entsteht aus einer Klausur, der sie sich freudig unterziehen, soweit sie freudig auf diese Leistungspunkte angewiesen sind. Aber auch wenn sie nicht darauf angewiesen sind, dürfen sie die Klausur mitschreiben. So, also was man jetzt daraus folgern ist schon vielleicht zu viel gesagt, was man jetzt daraus wieder sehen kann, ist, dass die Gültigkeit von korrekten Schlüssen offensichtlich von Wörtern wie, das ist ja sehr vage, alle und einige abhängt. Ja, Sie dürfen mit den Begriffen, die da drin stehen, diese Artbegriffe da, Pflanzen, Fleischfresser, Menschen, sterblich, bla bla, Geschöpf Gottes, damit dürfen Sie rumspielen und irgendwie variieren, aber Sie dürfen sozusagen hier nicht ans Fleisch gehen, hätte ich fast gesagt, also an das Einige und Alle. Da dürfen Sie nicht einfach beliebig rumspielen, das ändert was. Ja? Sodass Sie sehen, dass diese verschiedenen Wörter, die da vorkommen, also in verschiedene Rollen spielen. Irgendwie kommt es auf die Menschen und Tiere und Geschöpfe Gottes, kommt es irgendwie nicht so an, aber auf die Alle und Einige kommt es irgendwie an. Ja? Das ist das, was wir bisher sehen. Die Gültigkeit hängt also von diesen Wörtern wie Alle und Einige ab. Und das ist jetzt zunächst mal die Überraschung, die Sie dann mit Übung 1.4 noch vertiefen können. Ja? Gut, wo stehen wir denn mit der Zeit? Schauen wir mal. So, dann mache ich hier noch ein paar, warten Sie, ich schaue mal schnell, ob sich das lohnt. Jawohl, ich mache hier jetzt ein paar Bemerkungen, vorläufige Bemerkungen zum Begriff der logischen Form. Der Begriff der logischen Form ist ein Zentralbegriff der Logik, der allerdings in vielen Logiklehrbüchern absolut stiefmütterlich behandelt wird. Also Sie können Logiklehrbüchern durchschauen, mal schauen, wo wird der Begriff der logischen Form eingeführt, und Sie finden viele Logiklehrbücher, wo da wenig, zum Teil auch Irreführendes, drinsteht hinsichtlich dieses Begriffs, obwohl er meines Erachtens Zentralbegriff ist der Logik. So, ich sage Ihnen zunächst, was die Absicht ist, und das gilt jetzt für sämtliche Logikgebiete, die Sie jemals erleben werden, falls Sie sich jemals weiter mit Logik beschäftigen sollten. Es gibt eine ganz bestimmte Absicht mit dem Begriff der logischen Form, und diese Absicht hält sich in allen Logiken, die ich jedenfalls kenne, durch. Die Absicht ist das, man möchte dasjenige isolieren, herausheben, ans Licht heben, von dem die Korrektheit eines Schlusses abhängt. Das geht also auf die Erfahrung zurück, die Sie machen können mit dem Denken, dass die Korrektheit eines Schlusses nicht von allem abhängt, was in den Sätzen drinsteht. Zum Beispiel eben nicht von dem Begriff Mensch oder dem Begriff Schlafbedürfnis. Davon hängt es nicht ab. Es hängt aber von dem Alle ab und dem Einigen. Und jetzt können Sie ein Programm machen und sagen, okay, ich möchte mit einem Begriff, der heißt logische Form, warum man den dann Form nennt, sage ich Ihnen gleich noch, warum mit diesem Begriff möchte ich diejenigen Elemente an Sätzen und an Schlüssen hervorheben, herausheben, isolieren, von denen die Korrektheit des Schlusses abhängt. Und alles, was nicht zur Korrektheit des Schlusses beiträgt, das möchte ich wegschmeißen. Denn ich interessiere mich für die Korrektheit des Schlusses und ich möchte genau diejenigen Elemente betrachten, die für die Korrektheit eines Schlusses verantwortlich sind, und die möchte ich rausheben. Das ist die Absicht des Begriffs der logischen Form. Das ist leichter gesagt als getan. Das Programm ist einleuchtend, sobald Sie die ersten Schritte gemacht haben, nämlich dass Sie gemerkt haben, aha, da gibt es also zwingende Schlüsse. Und das Zwingendsein, das hängt nicht von allen Bestandteilen ab, die in so einem typischen Schluss drinstehen, sondern nur von einigen. Ja? Und dann sagen Sie, okay, wenn ich mich für die Korrektheit interessiere, dann möchte ich alles das, was für die Korrektheit irrelevant ist, weglassen, rausschmeißen. Ja? Und ich hebe das hervor, und genau das soll der Begriff der logischen Form fassen. Der Rest, den kann man dann nennen den logischen Inhalt. Das ist keine gebräuchliche Redeweise. Die wird normalerweise nicht verwendet, sondern über den redet man gar nicht mehr. Aber wenn man schon den Unterschied macht von Form und Inhalt, dann ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, das eine ist die Form, und dann ist der Rest natürlich der Inhalt. Sie erinnern sich vielleicht, die in der theoretischen Philosophie waren, dass ich auf diese Unterscheidung von Form und Inhalt eingegangen bin. Das ist eine sehr allgemeine Unterscheidung, die hier eine ganz konkrete Gestalt bekommt in der Logik, mit dieser speziellen Absicht, die mit dem Begriff der logischen Form verbunden ist. Und wenn Sie jetzt das Beispiel 1.4 anschauen, alle A sind B, alle B sind C, alle A sind C,
dann sehen Sie daran, dass, oder können Sie sehen, oder ich, das kann ich Ihnen versprechen, das ist bereits in einer bestimmten Logik die logische Form von dem Schluss, den wir ganz am Anfang hatten. Da ist eben gerade von diesen Begriffen, die Sie weglassen können, ob es Mensch ist oder schlafbedürftig oder Logiker oder Geschöpf Gottes oder Pflanzenfresser, das ist alles schon weg und es ist nur noch das übrig geblieben, was tatsächlich eine ganz große Rolle spielt, also konstitutiv ist, wenn man so will, für die Korrektheit, nämlich das Alle und dann dieses A und B und vor allen Dingen etwas, was auch sehr gern übersehen wird, es ist zentral, dass diese Begriffe sich wiederholen. Also der B kommt hier wieder vor, der A kommt unten wieder vor und der C kommt auch hier unten wieder vor. Also diese Wiederholung, die spielt eine große Rolle, weil Sie sonst natürlich, wenn Sie hier sagen, alle Bs, alle A sind B, alle C sind D, würden Sie unten überhaupt nichts sagen. Puh, keine Ahnung. Aber weil die sich wiederholen und weil dieses alle dasteht und weil der Satz unten so gebaut ist, dass er etwas aufnimmt, was hier oben schon drinsteht, genau dadurch entsteht dieses Zwangsläufige. Und sozusagen, um die Überraschung vorwegzunehmen, das ist wie in der aristotelischen Syllogistik die logische Form für diesen Typ von Schluss, das ist der Modus Barbara, gefasst worden sind. Da steckt sozusagen alles drin, was für die Korrektheit verantwortlich ist, des Schlusses. Und es ist nichts mitgezogen, was irrelevant ist für die Korrektheit des Schlusses. Sie dürfen hier nichts verändern. Also Sie können natürlich so verändern, dass weiter korrekt ist, aber Sie können, wenn Sie irgendetwas sozusagen zur Disposition stellen zur Veränderung, dann können Sie eine Veränderung damit machen, dass der Schluss inkorrekt wird. Also alles das, was dabei ist, spielt mit für die Korrektheit. Also das ist hier die Idee, deswegen habe ich Sie mit dem Beispiel sozusagen da schon hingeführt. Sie wissen schon längst, was die logische Form ist. Das liegt aber einfach, wie gesagt, daran, dass wir kulturell, dadurch, dass Sie Mathematik, insbesondere Algebraunterricht gehabt haben, längst mit diesen Formen vertraut sind, auch wenn Sie es zum Teil im Mathematikunterricht noch nicht begriffen haben, was dort eigentlich passiert mit diesen dämlichen Buchstaben, wo Sie doch eigentlich rechnen wollen. Aber da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Also, das ist das Beispiel für eine logische Form, die ich jetzt sozusagen vorgreifend und ohne technischen Trara Ihnen einfach hinschreiben kann. Wir werden dann im konkreter und genauer darauf eingehen. Es wird dann zwei Einführungen geben für die logische Form, nämlich einmal in Kapitel 2, das ist die Aussagenlogik, in Abschnitt 1, 2 und dann ganz analog in Kapitel 3, weil wir dort zwei verschiedene Arten der logischen Form einführen. Einmal die für die Aussagenlogik, die entsprechend dann heißt auch die aussagenlogische Form. Und dann in Kapitel 3 die für die Prädikatenlogik, die prädikatenlogische Form. Der Unterschied der beiden Logiken, den Sie jetzt auch im Moment natürlich überhaupt noch nicht verstehen, wird eben gerade der logischen Form sein. Man kann eben verschiedene Logiken danach unterscheiden, welche logischen Formen zum Gegenstand haben. Und wie man das macht, werde ich Ihnen dann exemplarisch an diesen beiden Beispielen vorführen. Und da machen wir hier die Pause, 10 Minuten, und dann machen wir weiter.